Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Wir befinden uns schon wieder mitten in der Weihnachtszeit und ich habe euch ja letzte Woche gefragt, ob ihr Bock auf ein Special zu Weihnachtsgeschenken und allgemein coolen Geschenken für Gamer habt. Und da euer Interesse daran echt groß war, gibt's heute natürlich direkt das Video dazu. Denn viele werden sich wahrscheinlich wie jedes Jahr wieder den Kopf darüber zerbrechen, was sie sich zu Weihnachten wünschen oder verschenken sollen. Und um euch das ein bisschen zu vereinfachen, gibt's hier heute die in meinen Augen 5 besten Geschenkideen für Gamer ab 20 Euro. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber ich bin übrigens aktuell mega erkältet. Wenn das Voiceover hier also an ein paar Stellen nicht perfekt sitzen sollte, dann seid bitte nachsichtig mit mir. Jedenfalls habe ich das Video ja angekündigt und darum muss natürlich auch geliefert werden. Wie auch letztes Jahr ist das Video hier übrigens wieder eine kleine Kooperation mit Daniel von der Kreativecke. Auch der bringt heute ein Video mit seinen Top-Geschenkideen. Und die Idee war, dass wir uns vorher nicht absprechen, was für Empfehlungen in den Videos sind. Und ich bin selbst echt gespannt, was es bei ihm so geben wird und ob wir vielleicht sogar ein paar Überschneidungen haben. Nach dem Video solltet ihr im Anschluss also unbedingt noch bei ihm vorbeischauen. Und bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Ich werde jetzt in der Weihnachtszeit einige coole Sachen auf Instagram verlosen, darunter richtig geiles RGB-Equipment und sogar RGB-Arbeitsspeicher. Los geht es heute mit der mechanischen SGK3 RGB-Gaming-Tastatur von Shakun. Und wenn ihr keine Verlosung verpassen wollt, dann solltet ihr unbedingt auch auf Instagram abonnieren. Die Links zu Instagram, natürlich auch allen Produkten aus dem Video hier und auch noch ein paar zusätzlichen Empfehlungen findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und damit hätte ich gesagt, kommen wir auch direkt zur ersten Empfehlung, und zwar einem Gaming-Setup-Upgrade. Denn jeder PC-Gamer ist darauf angewiesen und gut genug können Maus, Tastatur und Headset eigentlich kaum sein. Und viele sitzen ja teilweise immer noch mit echt altem und teilweise auch echt schlechtem Equipment vor dem Bildschirm und mit den Empfehlungen, die ich für euch habe, wird man wirklich jedem Gamer eine große Freude machen. Auch weil die Empfehlungen in dem Video auch meine persönlichen Favoriten sind und ihr euch daher sicher sein könnt, mit den Produkten auf jeden Fall die beste Preis-Leistung und somit auch das meiste für euer Geld zu bekommen. Bei den Tastaturen gibt es daher gleich zwei Empfehlungen. Einmal die Tastatur, die ich zurzeit selbst verwende, und zwar die Shakun PureWriter RGB. Das ist eine der neuen Tastaturen mit voll mechanischen Low-Profile-Tasten und bietet euch die super schnellen Kyle Reds in der Low-Profile-Variante, eine vollwertige RGB-Beleuchtung, eine super hochwertige Verarbeitung mit Aluminiumgehäuse und natürlich alle Gaming-Features wie Anti-Ghosting, Anti-Key-Rollover, 1000Hz Poll-Rate und so weiter für gerade mal ein Drittel des Preises, was eine Low-Profile-Tastatur von Corsair kostet. Wie gesagt, ich benutze die Tastatur zurzeit selbst und bin absolut überzeugt von dem Teil, weil es einfach der perfekte Kompromiss aus gutem Tippkomfort und perfekter Gaming-Leistung ist. Als Alternative für die Leute, die ein bisschen mehr Geld ausgeben wollen und trotzdem das meiste rausholen wollen, empfehle ich die HyperX Alloy Elite RGB, weil sie in letzter Zeit echt krass im Preis gedroppt ist und man aktuell für ca. 120 Euro eine Tastatur bekommt, die was Verarbeitung, Optik und Features angeht, wirklich ihresgleichen sucht. Der direkte Konkurrent von der Tastatur ist nämlich die Corsair K95 RGB Platinum und die kostet mit ca. 200 Euro nochmal ein gutes Stück mehr. Und auch bei den Mäusen empfehle ich euch die Gaming-Maus, die ich privat seit über einem Jahr selbst benutze, und zwar die SteelSeries Rival 310. Denn ganz im Ernst, ich habe im Laufe der Zeit wirklich schon einige Mäuse in der Hand gehabt und natürlich auch im Test gehabt und es hat einfach wirklich kein Modell geschafft, mich davon zu überzeugen, die Rival 310 zu ersetzen, nicht mal der große Bruder, also die Rival 600. Denn meiner Meinung nach gibt es einfach keine andere Maus, die so gut in der Hand liegt und auch der Sensor gehört zu den besten, die es aktuell auf dem Markt gibt. Das Beste ist aber, dass es von der Rival 310 mit der Sensei 310 auch ein Modell gibt für Linkshänder und Leute, die lieber symmetrische Mäuse benutzen. Was Headsets angeht, da gibt es wieder zwei Empfehlungen, und zwar einmal die Kombination aus dem mega heftigen Superlux HD681 Kopfhörern und Ansteckmikro und damit dem absoluten Geheimtipp, der auch aus meinem Review bekannt sein sollte, denn die Superlux Kopfhörer können es, was den reinen Klang angeht, mit Headsets aufnehmen, die über 100 Euro kosten. Als Alternative für diejenigen, die trotzdem lieber Kopfhörer und Mikrofon in einem Gerät haben, empfehle ich wie auch letztes Jahr wieder das HyperX Cloud Alpha, weil es einfach kaum ein Gaming-Headset gibt, was so guten Tragekomfort und vor allem eine so gute Preis-Leistung bietet. Denn nicht nur der Klang von den Teilen ist bombastisch, sondern auch das Mikrofon ist echt verdammt gut und der Tragekomfort von dem Headset ist einfach auf einem komplett anderen Level. Denn ich habe ungelogen wirklich noch nie einen Kopfhörer oder Headset angehabt, das bequemer als das Cloud Alpha war. Meine zweite Geschenkidee, die mit Sicherheit ebenfalls jeden Gamer glücklich machen wird, ist ein Leistungsupgrade für den PC. Im Fokus steht hier natürlich die Grafikkarte und auch wenn es zum Beispiel letztes Jahr noch so war, dass vor allem auch wegen der Mining-Preise an der Stelle die 1050 Ti die absolute Preis-Leistungsempfehlung war, ist es dieses Jahr so, dass sich AMD-Modelle deutlich mehr lohnen. Denn wer auf reine Preis-Leistung aus ist und wirklich die krasseste Leistung für sein Geld bekommen will, kommt aktuell kaum an der RX 570 4 GB vorbei, die in den letzten Tagen und Wochen so günstig wie nie geworden ist.
Zeitweise war die Karte nämlich inklusive zwei Spielen für sage und schreibe 89 Euro zu haben. Und die Karte war übrigens nicht das einzige Angebot. Es gab zum Beispiel auch Schnäppchen für die gerade empfohlene Rival 310 und das HyperX Cloud Alpha. Wer immer die besten und aktuellsten Hardware-Schnäppchen finden will, der sollte einfach mal auf meiner Homepage hardwaredeals.com vorbeischauen. Nur so als kleiner Tipp am Rande. Jedenfalls ist die Karte aktuell zwischen 100 und 150 Euro zu haben, also unter dem Preisniveau von einer GTX 1050 Ti, und das obwohl die Karte im Schnitt fast 60% schneller ist. Wir bekommen für das Geld also aktuell eine Grafikkarte, mit der man quasi jedes Spiel in Full HD mit sehr hohen Einstellungen flüssig spielen kann, und generell kann man sagen, dass man in der Vergangenheit noch nie so viel Leistung für so wenig Geld bekommen hat. Wer also einen alten PC oder sogar einen Office-PC wieder flott machen will, für den ist die RX 570 aktuell einfach eine richtige Preis-Leistungsbombe. Wer noch ein bisschen mehr ausgeben möchte, kann auch zur RX 580 mit 8 GB greifen, die für 150 bis 200 Euro zu haben ist, und erhält damit neben ca. 20% mehr Leistung auch den doppelten Grafikspeicher, was die Karte noch ein bisschen zukunftssicherer macht. Aber nicht nur Grafikkarten sind so günstig wie nie, sondern auch SSD-Speicher. Denn es gibt aktuell 500 GB SSDs für sage und schreibe 60 Euro, und wer bei den Preisen immer noch mit einer alten HDD rumdümpelt, dem ist in meinen Augen wirklich nicht mehr zu helfen. Und wenn ihr jemanden kennt, der es tut, dann könnt ihr der Person mit einer SSD auf jeden Fall einen richtig großen Gefallen tun. Denn egal wie schnell oder langsam der PC ist, mit einer SSD wird er, bis auf in Spielen, gefühlt um ein Vielfaches schneller. Meine dritte Geschenkempfehlung ist für diejenigen, die entweder noch keinen PC haben oder einfach nicht das Geld haben, um einen kompletten Rechner zu verschenken. Und zwar habe ich vor einigen Wochen den Cloud-Gaming-Dienst Shadow für euch getestet, und für diejenigen, die das Video noch nicht gesehen haben, nehme ich es einfach mal vorweg, das Ganze funktioniert wirklich erschreckend gut. Shadow muss man sich im Prinzip so vorstellen, dass man einen vollwertigen Gaming-PC mietet, der in einem Rechenzentrum steht, und das gesamte Betriebssystem und alle Spiele und alles sonstige, was man macht, wird eben nicht auf dem eigenen, sondern auf dem PC in der Ferne berechnet. Eure Maus- und Tastatureingaben werden also direkt an den Server gesendet, und der schickt dann wiederum das Videosignal von dem Spiel als Stream an euch weiter. Das heißt, egal wie schlecht oder langsam euer eigener PC ist, ihr könnt trotzdem Spiele auf höchsten Einstellungen spielen, denn dank Shadow, und ich habe das selbst mit einem 8 Jahre alten 20-Euro-Laptop getestet, habt ihr die Leistung von einem Gaming-PC mit i7-Prozessor, einer GTX 1080 und sogar einer 1 Gigabit-Internetverbindung, mit der ihr selbst Spieleriesen innerhalb weniger Minuten runterladen könnt und die auch in Spielen immer für einen guten Ping sorgt. Shadow unterstützt sogar Full HD mit 144 Hz und 4K Gaming, die Bildqualität ist hervorragend und die Latenz zumindest bei Singleplayer-Spielen so gering, dass man sie kaum wahrnehmen kann. Voraussetzung auf eurer Seite ist einfach eine Internetverbindung mit mindestens 15 Mbit und irgendein PC oder Laptop, wobei Shadow sogar auf Handy und Tablet funktioniert. Denn natürlich soll Shadow den klassischen PC nicht ersetzen, aber gerade für Leute, die einfach mal ins PC-Gaming reinschnuppern wollen, ohne direkt viel Kohle für einen High-End-PC auszugeben, oder für Leute, die einfach keinen Bock auf einen riesen PC haben, für die ist das eine super Sache, über die sie sich mit Sicherheit freuen werden. Außerdem gibt's mit dem Code HARDWAREDEALS aktuell noch 10 Euro Rabatt auf den ersten Monat. Meine nächste Empfehlung, die mit Sicherheit auch jeden Gamer glücklich machen wird, ist ein Optik-Upgrade für den eigenen PC. Denn wie wir alle wissen, regiert RGB aktuell die Welt, und wer ein bisschen was auf seinem PC hält, kommt kaum noch dran vorbei, seinen PC zumindest ein bisschen zu RGB-rifizieren. Und da habe ich erst vor kurzem ein vergleichsweise super günstiges Upgrade-Paket gefunden, bei dem wir für weniger als 30 Euro ganze 3 RGB-Lüfter, zusätzlichen RGB-Stripe und einen Controller mitgeliefert bekommen, an dem wir das Ganze anschließen können und die Beleuchtung mit über 300 Effekten sogar über eine mitgelieferte Fernbedienung steuerbar ist. So viel RGB-Beleuchtung für so wenig Geld bekommt man zumindest, soweit ich weiß, sonst nirgends. Und zum Beispiel bei Corsair kosten 3 LL120 RGB-Lüfter mit der Lightning Note 99 Euro, und da ist kein RGB-Stripe und natürlich auch keine Fernbedienung dabei. Natürlich sind die Corsair-Lüfter ein bisschen leiser und lassen sich über Corsair Link steuern. Trotzdem sind die Argus-Lüfter voll in Ordnung, auch von der Lautstärke, vor allem weil das sogar steuerbare 4-Pin-Modelle sind. Und sie sind auch interessanterweise baugleich zu den Lüftern, die von Ragentech auf der Orcus Wasserkühlung verbaut werden. Für gerade mal 30 Euro, also echt eine Empfehlung wert. Und das nächste und letzte Geschenk, was ich euch dieses Jahr wieder empfehlen kann, ist ein Monitor-Upgrade. Und zwar zum einen den Samsung-Monitor, den ich ja immer wieder empfehle und der auch immer noch mein absoluter Favorit ist, und der ist inzwischen sogar für unter 100 Euro zu haben. Das gute Stück hat ein 23,5 Zoll großes Display mit Full HD, also 1080p Auflösung, und nicht wie die meisten anderen Modelle in dieser Preisklasse ein billiges TN, sondern ein hochwertiges IPS bzw. PLS Panel. Das heißt, die Farbwiedergabe und auch die Betrachtungswinkel von dem Teil sind wirklich auf einem sehr hohen Niveau, und das Bild sieht um Längen besser aus als das auf anderen günstigen Displays, die ich gesehen habe.
Außerdem ist der Monitor auch gut für Casual Gamer geeignet, die keine Kohle haben, um 500 Euro für einen 240Hz Monitor auszugeben. Das Display ist mit gerade mal 4 Millisekunden Reaktionszeit für einen IPS-Monitor echt flott, und wer ihn das alles noch nicht überzeugt hat, für den kommt jetzt das absolute Killer-Feature. Und zwar bietet das Teil trotz dem geringen Preis von Haus aus 72 Hz und AMD FreeSync. Das heißt, der Monitor kann 20% mehr Bilder pro Sekunde anzeigen als die meisten anderen Displays in der Preisklasse, und somit wirken Bewegungen deutlich ruhiger und flüssiger. Dank AMD FreeSync gehören in der Kombination mit einer AMD-Grafikkarte, wie zum Beispiel der RX 570, auch Ruckler und Tearing quasi der Vergangenheit an, was den Monitor insgesamt auf jeden Fall auch für Gamer zu einer super guten Wahl macht. Und bevor jetzt wieder jemand kommt und rumheult wegen den 4 Millisekunden, Leute, das ist die Reaktionszeit, und die ist sowas von null aussagekräftig, wenn es um die Gaming-Performance geht. Hier kommt es auf den Input-Lag an, den ich selbst mit einem speziell dafür entwickelten Testgerät getestet habe, und der Samsung-Monitor ist einer der schnellsten Nicht-144-Hertz-Monitore, die man sich kaufen kann. Wer noch ein bisschen mehr ausgeben will, kann auch zum größeren Bruder, dem C24FG73 für ca. 250 Euro greifen. Der bietet außerdem ein hochwertiges Curved VA Quantum Dot Panel, super Schwarz- und Kontrastwerte, 144 Hz und natürlich ebenfalls AMD FreeSync. Der Monitor wurde nicht ohne Grund von mir und auch der PCGH zu dem besten Gaming-Monitor unter 300 Euro erklärt, und wer bereit ist, den Aufpreis zu zahlen, wird auf jeden Fall nicht enttäuscht werden. Und das waren sie also, meine diesjährigen Top 5 Geschenkideen für Gamer. Vielleicht war ja für den ein oder anderen von euch was dabei. Wenn ja, dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat oder worüber ihr euch am meisten freuen würdet. Und lasst gerne auch mal ein paar Vorschläge da, was man sonst noch so verschenken könnte. Vergesst jetzt übrigens auf keinen Fall im Anschluss noch bei Instagram für die Gewinnspiele und natürlich auch beim Geschenkevideo von der Kreativecke vorbeizuschauen. Und wenn ihr vielleicht auch noch ein paar Schnäppchen machen wollt, dann gibt's auch auf meiner Homepage sicher aktuell wieder ein paar geile Schnäppchen für euch. Damit war es das jetzt von meiner Seite. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video, dann hoffentlich ohne Erkältung.